So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, das ist jetzt der zweite Teil des PlayStation 5 Updates. Ja, genau, letztes Mal war auch nur PlayStation 5, keine PlayStation 4. Habe ich ja erzählt, dass ich noch welche bekomme, also welche noch abholen muss und weil noch nicht alle da waren. Naja, ihr wisst das. Jedenfalls fehlen immer noch zwei, aber ich lasse das jetzt mit dem zweiten Teil, mache nicht einen dritten, dann wegen die zwei Spiele. Nee, also das lasse ich da. Habe ich auf jeden Fall noch, welches noch nicht da ist. Lego 2K Drive und Ghostwire Tokyo. Die hatten sie beide für, glaube 16,99. Also das war recht gut. Da habe ich gedacht, nimmst du auch mal mit. Also ich habe mir jetzt recht viele Spiele geholt, aber es war halt wegen die Angebote, weil die bekommt man auf jeden Fall nicht nochmal in der nächsten Zeit. Und ja, ich habe auch letztens gesehen, dass auf einmal einen Tag das Video gepusht wurde von YouTube. Wahrscheinlich viele angezeigt wurde, weil so haben ja die PlayStation-Updates immer recht wenig. Also nicht mal 100 Aufrufe und dann hat das irgendwas mit 170, glaube ich. Also wurde irgendwie von YouTube an einen Tag. Also auf jeden Fall alle neuen Zuschauer, herzlich willkommen auf dem Kanal. Bei mir geht es zwar hauptsächlich um Filme, aber ich habe auch Games. Also geht eigentlich um beides. Hauptsächlich 80% Film, vielleicht 20% Spiele. Aber wie gesagt, das ist immer mal bunt gemischt. Manchmal hole ich mehr Filme, manchmal hole ich auch hoch ein paar Spiele mehr, wie jetzt. Ich meine, man braucht ja nicht sagen, Spiele sind ja viel teurer, dass man da nicht 10 Spiele holen kann oder so, ist ja völlig normal. Ich habe auch ein paar Spiele digital gekauft bei diesem Black Deals PlayStation Store. Ne? Ich bin ja eigentlich nicht so der digitale Fan, also eigentlich gar nicht, auch nicht bei Filmen, aber. Da war halt ein gutes Angebot und da musste ich halt zuschlagen. Zum Beispiel Need for Speed Heat, das habe ich noch nicht gehabt. Das kam jetzt 5 Euro digital für PlayStation 4. Das kostet im Laden noch 25 oder welches ich schon fast durch habe mittlerweile. Ist Lego, The Lego Movie Video Game. Das ist auch ziemlich geil. Habe ich schon fast alle Trophäen, kann man auch alle machen. Ist auch recht kurz die Story, ich finde andere besser, ja. Und Lego der Hobbit, leider ja nur zwei Teile, weil die anderen kamen ja nicht. Beziehungsweise der dritte Teil kam nicht. Die wollten den ja noch nachreichen, haben sie nicht gemacht. Keine Ahnung, also. Ja, und dann, was hatte ich noch? Ich spiele irgend so ein WAC-Spiel, meine ich, für 99 Cent. Aber war auf jeden Fall gute Angebote, muss ich sagen. Ja, konnte man auf jeden Fall gut zuschlagen. So, jetzt sind die Spiele, die ich mir quasi auf Disc geholt habe. Ich meine, zeigt man überhaupt digitale Updates? Also, das kenne ich jetzt nicht. Ich habe es aber trotzdem mal erwähnt. Also, ja, für den Preis musste ich zuschlagen. Ja, fangen wir an mit Mediamarkt. Und da habe ich gleich eine Story wieder zu erzählen. Also, einmal habe ich mir God of War Ragnarok geholt. Den neuesten Teil der God of War Reihe. Muss dazu aber auch sagen, ich habe noch nie einen God of War Teil gespielt. Ich weiß das jetzt nicht genau. Auf jeden Fall habe ich da, wie auch bei Last of Us, da kamen 33. Bei Last of Us habe ich ja diese Punkte eingelöst, die man beim Mediamarkt sammeln kann, mit dieser Clubkarte. 5-Euro-Coupon, da habe ich nur 28 bezahlt. Hier habe ich jetzt 33 bezahlt. Zwei Spiele genommen, das andere kommt gleich. Habe ich mit, ja, ich sag's jetzt, Death Stranding, habe ich die beiden genommen. Und ich wollte es abholen und es war nur eins da. Also die waren ja beide abholbereit. Da hat derjenige, der das wohl gemacht hat, vergessen. Also ich kann es ja verstehen, wenn es jetzt, keine Ahnung, 10 Sachen sind, irgendwie, wenn man die bestellt, dass man da eins vergisst. Aber bei zwei Sachen, dass man das vergisst, da mit hinzuzupacken. Also das ist auf jeden Fall schon krass, sag ich mal. Ja, God of War Ragnarok, wie gesagt, ich habe noch gar keinen Teil gespielt. Ich habe God of War 3 in der Remastered, dann ja das God of War. Ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt ein Spin-off? Ich meine, Neuanfang irgendwie und das ist jetzt der Nachfolger. Ich lasse mich da auf jeden Fall mal überraschen. Ja, God of War Ragnarok, wie das ist. Ich denke mal, von der Grafik, da brauchen wir nicht viel drumherum reden. Das wird phänomenal aussehen. Genau, auf der PS4-Version ist noch eine Installationsdisk, weil das ja natürlich nicht drauf gepasst hat. Ich frage mich immer noch, warum kommen noch so viele Spiele für die alten Konsolen? Ja, wie jedenfalls hat es nicht drauf gepasst und da haben sie eine Installationsdisk gemacht. Und ja, keine Ahnung.
Bei der ist das auf jeden Fall nicht dabei. Und ja, könnt ihr mal unten reinschreiben, habt ihr den GTA 6 Trailer gesehen? Sieht natürlich schon geil aus, natürlich. Ja, 2025 und ich denke erst im Herbst. Ich glaube nicht, dass das im Frühjahr kommt, im März oder so, was viele denken. Nee, nee, das glaube ich nicht. Wenn es überhaupt kommt, warten wir mal ab. Also hoffen wir mal, dass es auch kommt also im 2025. Das heißt, noch ein Jahr durchstehen, dass man das überhaupt noch spielen kann. Mann, die haben eine ganze Konsolengeneration übersprungen, die PS4. Ja, klar, GTA 5 kam auch für PS5 und PS4. War ja ein PS3-Spiel, aber kein neues halt. Ja? Also das ist wirklich Wahnsinn. So, das war das erste Spiel, was ich geholt habe. Ja, wie sagt dann, ach so, ja, Preis habe ich ja gesagt. 33,33 und dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das kam 14,99 €. Ich sage auf jeden Fall hier die Preise. Ja, ein sehr kontroverses Spiel. Gibt's auch, glaube ich, nur für Xbox. Xbox sei schon. Nur für PlayStation. Ich weiß nicht. Hat das schon jemand gespielt? Man hört ja nicht so Gutes über das Spiel. Ja, ist auch verständlich. Das ist ja. Soll irgendwie eher so ein Paketboten-Simulator sein. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe es auch nicht für PS4. Ich meine, damals kam es heraus. Ihr wisst es, was wie teuer das war. Ich weiß jetzt gar nicht. Muss ich mal überlegen. Ich glaube 70 € auch, meine ich, für PS4. Ich weiß gar nicht mal, wann das kam. Auf jeden Fall kam ja dann die PS5-Version, wie auch von Ghost of Tsushima, mit diesem Director's Cut für 50 €, meine ich, war das. Ja, und jetzt 15 €. Da kann man natürlich nichts sagen, ja. Also das ist natürlich geschenkt für das Spiel. Also finde ich jedenfalls. Und ja. Also ich bin mal auf jeden Fall gespannt, wie das ist. Also ich lasse mich da mal überraschen. So, das nächste Spiel. Das wollen wir schnell weg. Habe ich auch wieder eine Story zu erzählen. Ja, jedenfalls war das schnell weg gewesen online. Und im Markt war es auch nicht mehr da. Gran Turismo 7. Ich zeige es euch schon mal. Ich muss hier nur einen Zettel drauflegen wegen den Namen. Das haben sie irgendwie hier vorne drauf geklebt. So. Ja, jedenfalls Gran Turismo 7. Ja, das war weg. Ich habe mich schon geärgert. Ach man, ich wollte das gerne haben, weil ich glaube zur PS4-Zeit gab es auch keinen. Außer Gran Turismo Sportteil, also so ein ganz kleiner nur. Ja, ich mag auch Gran Turismo, ich mag auch Forza Motorsport. Kennen ja viele wahrscheinlich. Und Forza Horizon mag ich auch. Gran Turismo habe ich damals gespielt auf der PS2. Ich hatte nie eine PS3 und PS4 hatte ich nicht. Ich habe erst eine PS5 wieder gehabt. Ja, habe ich mich geärgert, wie gesagt. Die hatten auch die PS4-Version für 20 €. Habe ich erst gesagt, nimmst du die PS4? PS5-Upgrade verfügbar steht auch drauf. So. Ja, aber ich wusste nicht, dass das 10 € kostet. Nur gut, dass ich es mir nicht geholt habe. Also das finde ich wirklich immer blöd, dass man die Upgrades immer so teuer bezahlen muss, wenn man die Version billiger so kriegt in die Angebote. Ja, jedenfalls war das mal irgendwann morgens 6, 7 Uhr. Da habe ich nochmal geguckt. Auf einmal war es da. Konnte man noch Markterpolo machen. Also nicht, dass es nur ein einzelnen Markt ist und dass man es verschickt. Nee. War auch, konnte man auch Markterpolo machen. Habe ich gleich gemacht. Und war, glaube ich, noch einen Tag versendet und nach ein paar Tagen war es da. Ja, und dann habe ich es abgeholt. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Ich habe es ja noch nie gespielt. Ja, auch für PS5. Ja, mal abwarten. So. Dann machen wir das nächste und letzte Spiel schon. Ja, ist auch ein kontroverses Spiel auf jeden Fall. Ich zeig's mal rein. Ja, der Herr der Ringe Gollum. Wie komme ich dazu, das Spiel zu kaufen? Kann ich erstmal erklären. Das war auch bei, also die anderen drei Spiele habe ich alle bei Mediamarkt gekauft. Das hier bei Müller. Ja? Und da war bei Müller, beziehungsweise fange ich so an, die haben ja diese Spiele alle verbilligt. Müller hatte nicht alle. Wahrscheinlich konnten die das nicht so billig machen wie Mediamarkt, weil das war ja schon recht billig. Da hatten sie aber das Gollum auch für 20 €. Das Lego 2K Drive kam 20. Und dann andere auch 20 wie Witcher. Also ein bisschen unterschiedlich die Preise. Aber hier, das kam 20 € wie auch beim Mediamarkt oder Saturn. Ne? Und da ja Müller diese 20% Aktion hatte einmal, ich glaube das war Black Friday, habe ich das bestellt mit der Black Friday Aktion. Und man hat trotzdem nochmal 4 € Rabatt gekriegt. Also von den 20 € noch einmal 4 €. Das heißt 15,99 €. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt schlägst du zu, billiger kriegst du es nicht.
Klar, wenn es jetzt irgendwann mal für einen 10er ist, aber Plika jetzt 15, glaube ich erstmal nicht. Ja, und da habe ich hier 15,99 bezahlt und deswegen habe ich mir das mitgenommen. Ich wollte es dennoch mal spielen. Ich weiß jetzt auch nicht, ist dieser Bug, was ich hier auch bei diesen, bei Raketenjanze, den gucke ich immer meistens von denen, die Spiele zeigen, der hat das ja auch gespielt und da war dieser Bug gewesen. Das Spiel soll tatsächlich nicht so scheiße sein, wie es gemacht wird. Man darf es halt nicht mit Peter Jacksons Herr der Ringe vergleichen, weil das ist halt seine Art und das ist wieder irgendwie anders, so habe ich es gehört. Aber kann ja mir jemand sagen, ist dieser Bug überall, bei jedem, kommt man da nicht weiter oder ist es nur bei manchen? Weil ein Kumpel von mir, Simon, Grüße gehen raus, der hat das auch gespielt und er konnte auch nicht weiterspielen, weil dieser Bug ist. Also, das muss wohl dann bei allen sein, nehme ich mal an, oder? Also, könnt ihr mal auf jeden Fall reinschreiben. Würde mich mal interessieren. Ja, mal gucken, wie das Spiel ist. Ehrlich, das Spiel dauert bestimmt das nächstes Jahr, weil jetzt ist eh bald Weihnachten und so. Ich meine, in 14 Tagen, heute in 14 Tagen ist Weihnachten. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen zweiten Advent. Haben wir ja heute, zweiter Advent. Und ja, mal sehen, wenn ich die anderen zwei Spiele habe. Wenn ich die habe, dann mache ich da auch nochmal ein Video. Mal gucken, wann. Ich weiß nicht, ich mache das immer so spontan. Ja, da gibt es jetzt kein Upload-Datum. Aber wie gesagt, hier nochmal ein Dings. God of War Ragnarok. Death Stranding in Director's Cut. Was da jetzt Director's Cut ist, weiß ich nicht. Gran Turismo 7 und der Herr der Ringe Gollum. Hier steht zwar The Lord of the Rings Gollum, aber hier oben steht der Herr der Ringe Gollum. Keine Ahnung. Wenigstens haben die Titel ein Spine. Ich habe ja das auch mal gehabt, dass ein Spiel keinen Spine hatte. Da hatte nichts draufstehen hier. Es war einfach nur rot. Also, das ist ja hier wie bei den Steelbooks von den Filmen. War das auch gewesen? Naja, wie gesagt, ihr könnt ja unten mal was reinschreiben, so die Games. Trotzdem nicht billig gewesen, wenn man das hier mal ausrechnet. 50. Also, habe ich jetzt überhaupt die Preis von Gran Turismo gesagt? Das kam 25. Und die PS4-Version kam 20. Aber mit 10 € Aufschlag. Also, hier könnt ihr rechnen: 33 plus 15, sagen wir mal 50. Plus das 75. Plus das. Ja, über 90 € auch bitte. Trotz Angebote, also ist es auf jeden Fall egal, Filme oder Spiele, ein teures Hobby. Ja, und ja, dann wollte ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, was auch immer kommt. Wie gesagt, gestern kam noch das Sonntagsvideo XXR-Update, was jede Woche kommt. Ja, und dann wollte ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.